Also viel Spaß also, dabei, ne? Das ist ja jetzt nicht nett hier. Jetzt muss ich hier so eine scharfe Kurve fahren. Das geht ja gar nicht hier. Vielleicht solltest du mal den Reeperbahn-Simulator ausprobieren. Das wäre noch eine Idee, ja. Wäre sicher ganz lustig. Ich würde es mir auf jeden Fall nicht angucken. Wie immer. Scheiße, rüber. Das kann knapp werden. Das ist ja eine gemeine Kurve hier. So. Windrad. Schön über 30 heizen. Wie gesagt, wenn er irgendwie Ziele hat, wo wir mal hin... ausgeschildert. Wenn er mal irgendwie Wünsche hat, wo ich mal hinfahren soll, schreibt es bei Facebook oder in den Kommentare. Bin für alles offen. Ich werde jetzt die Tage sowieso eine Umfrage starten. Die ist aber schon lange durch, wenn ihr diese Folge hier sehen werdet. Hoffe ich mal, wenn sich überhaupt irgendwer drauf gemeldet hat. Ja, oh, mal gucken, ich sollte, muss ich jetzt, wo muss ich denn lang? Hä? Ich muss nicht den Ausschilderungen nach London folgen, sondern ich muss außenrum fahren? Mein Navi ist unlogisch. Ich hätte auch gerade eben abbiegen können. Naja. Ich halte mal gerade an der Tankstelle an. Muss ich nochmal durch eine Baustelle hier durch. Dass ich mal eben schnell gucken kann, was ich da für Post bekommen habe, ne? Und lass mich raten, wegen Baustelle ist jetzt die Ausfahrt hier gesperrt. Ey, dann fahre ich aber zurück, du. Sehr. Auf der Autobahn. Dann drehe ich auf der Autobahn um. Das traue ich dir sogar zu. Sie haben Ihr Konto überzogen. Sehr geehrter Kunde, Sie haben Ihr Konto stärker belastet, als es Ihr Kontostand zugelassen hätte. Als Reaktion darauf haben wir Ihnen für die nächsten Tage eine gebührenfreie, kurzfristige Kredit gewährt, sodass Sie Gelegenheit haben, die Situation zu lösen. Wir möchten Sie freundlich bitten, für Ihr Konto baldmöglichst einen Ausgleich zu schaffen. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Kundenbetreuer, Bank. Oh, das nett. Mir wurden gerade 550 wegen Geschwindigkeitsübertretung beim Abfahren einer Ausfahrt berechnet. Ich bin mit 60 runtergefahren, hätte nur 40 oder 50 gedurft. Das ist nicht schön. Ich bin gerade... da sehen wir die holländische Grenze. Niederländische, pardon. Ich habe das immer noch so drin. Müssen wir denn Maut bezahlen? Komm, jetzt leck mich doch hier. Oder ist Maut nur... Ich bin schneller als du. Ob man in Österreich wohl Mautgebühren zahlen muss? Ich glaube, meine nächste Tour geht nach Österreich. Wäre mal ganz interessant. Nach Italien fahren. Italien gibt's stimmt auch. Also hier auf jeden Fall nicht, aber... Maut. Gut, mal testen, wa? Würde mich ja interessieren. Was passiert, wenn wir keine gemacht haben? Ja, der kommt mir ziemlich nah hier, dieser Autotransporter. Einmal hupen. Hupen hilft immer. Erster Aufenthalt in London hier. Was können wir denn hier sehen? Wir sehen hier The Gurky. Und mein Motor ist wieder ausgegangen. Jetzt stehe ich. Auf der Autobahn? Ja. Ernsthaft? Auf der Zufahrt nach London. Oh. Ich sehe schon ein paar Hochhäuser hier in der Innenstadt. Es ist ein bisschen neblig draußen. Jetzt habe ich auch schon so einen schönen Autotransporter vor mir. Bekannte Wahrzeichen, ach du Schande, hier muss ich rein. Wie muss ich denn da jetzt bitte schon auf die Autobahn drauf? Okay. Na, cross. Los, fahr mal schneller hier. Du Autotransporter, du. Ach du Schande, wie muss ich denn hier um die Kurve fahren? Ich hab halt weniger Unfälle gebaut als beim letzten Mal. Das ist doch schon mal schön. Okay, die Auffahrt auf die Autobahn ist schon mal ziemlich cool. Das gefällt mir. Rechts ist frei. Links nicht. Versuch das mal hier mit einparken. Das ist nicht so leicht, wie man denkt. Ha, geschafft. Tolerabel habe ich abgeschlossen. Ja, habe ich von auch. Abzüge für Schäden 2276 Euro. Autsch. Fort, wir mal fahren. Oh Gott, jetzt kommt nur noch Landstraße. Das interessiert mich jetzt mal gar nicht hier. Ich kann hier auch frei fahren. Ja. Ich hab keinen eigenen LKW, schade. Richtig, dafür brauchst du Kohle. Nimm noch einen Kredit auf. Schade, Dänemark ist gar nicht drin. Echt nicht? Nein. Schade. Schade, schade. Oder ist das nicht freigeschaltet? Das weiß ich nicht, sie künschen. Also, nö, Dänemark haben wir nicht. Ich hab England, Spanien ist ja auch nicht drin. Sehe ich gerade so. Also England, Polen, hier Dingens, Tschechien,
Tschechien, nicht Tschechien. Österreich, Schweiz, Italien. Italien ist aber eigentlich noch ein Stück weiter unten. Wir haben Milan und Turin und so drin. Frankreich natürlich und die Schweiz. Luxemburg, wichtig. Dann weiß ich auch noch nicht, wo ich als nächstes hinfahre. Ich glaube, ich werde wirklich nach Österreich oder Italien fahren oder nacheinander beides. Mal gucken. Oh, Ja, da ich bin kommt mir ein gerade echt Promi am entgegen. Überlegen, so was ich hier mache. Ich bin ja in London. Ich glaube, ich fahre jetzt zurück nach Rotterdam. Okay. Immer den Auftrag hier. Es ist ein blauer LKW. Das ist jetzt gerade mal meine Auswahlmöglichkeit gewesen hier. Blauer LKW oder grüner LKW. Ich stehe auf blau. Wobei, meiner ist auch blau. Na super, es ist ein englischer LKW jetzt. Muss ich umdenken. Ich sitze auf der linken Seite. Ah, na cool. Man kann sich F6. das Nächste Cockpit Pause auch 10 Stunden umbauen. Boot. Auch ganz Ja. cool. Aber ja. Muss nicht unbedingt, ne? Wo Doch muss sehr ich, wie komme ich denn jetzt von gewöhnungsbedürftig. diesem Gelände hier runter? Was habe ich überhaupt für einen Transporter? Ach du Schande, ich habe ein Fass hinten drauf. Nein, ich glaube, hier bin ich falsch. Ich fahre gerade Landstraße. Ich glaube, wir sind sogar schon in Holland, oder? Ja, wir sind schon in Holland. Sind wir schon fast da? Hey, da fährt ein Radfahrer. Können wir den überfahren? Also was du hier für Gedanken hast hier, Scheiße. das ist ja. Kommt Was da würdest du einer? Nein, da kommt denken? keiner. Da ist ein Fu Nein, noch ein Oh, Radfahrer. verdammt. Ich habe in die falsche Richtung geguckt, ob einer kommt oder nicht. Es kam einer. Was musst du blechen? Keine Ahnung, erstmal muss ich loskommen. Way. Ich glaube, der Multiplayer wird ganz lustig, wenn er irgendwann mal rauskommt. Wird er nur eine Mod sein? Vielleicht schreibt ja sogar einer von euch. Wer weiß, ne? Kann man nicht wissen. Nee, ich habe nur 3% Schaden bekommen. Das finde ich ganz schön. Wie rum muss ich denn jetzt so fahren? Hier so rum. Ich glaube, ich sollte langsamer werden. Ich glaube, ich sollte im Kreisel lernen, wo ich rausfahren muss hier. Ich fahre jetzt mit 75 Sachen. Habe ich den Tempomat jetzt an oder nicht? Ja, ich habe den Tempomat an. Machen wir den Tempomat doch mal wieder aus. Na, Ist mir immer ein Tempomat bisschen zu lahm. ist nicht, nee, ist, Tempomat ist nicht so Tempomat, wie man den eigentlich gewohnt ist in so Spielen, dass der dann nur die Geschwindigkeit fährt, die maximal erlaubt ist, sondern die du momentan fährst, wird Richtig. weitergehalten. Aber das finde ich nicht schlimm, ehrlich gesagt. Ist ja auch ein bisschen realitätsnäher. Na. Na, Ich. ja. Näherer. Na, du Herr oder Dame. Ich bin 35 Minuten in Gröning. Ich bin in 10 Stunden in 10 Stunden? Was? Das wird extrem knapp mit der Bergruhe. Wo fährst du hin? Ich muss in 10 Stunden 53 eine Pause machen. In 10 Stunden 30 bin ich da. Wo geht's hin? Nach Rotterdam zurück, von London aus. Ah. Stehst auf Hamburg, wollte ich schon sagen, auf Niederlande. Na, Nee, ich denke einfach ganz Gott. pragmatisch, damit ich keine Leerfahrten habe. Ah, ja, das stimmt, das stimmt. Wie Ja, sieht denn das ich. aus, wenn ich jetzt einen Auftrag angenommen hätte in London und der wäre von Osnabrück nach Hamburg gewesen? Muss ich dann erstmal nach Du Osnabrück spawnst da fahren? direkt hin. Ach, schade, Zumindest mit das den ist. gekauften, mit den gemieteten LKWs oder so. Oh, Baustelle. Baustelle in den Niederlanden. Schön. Also, jetzt komme ich mir so ein bisschen merkwürdig vor. Ich bin nämlich jetzt wieder auf der gleichen Strecke, auf der ich gerade eben auch war. Oh, nein, 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 aua, aua, aua. Ich weiß aber nicht, wie das ist, wenn du Autsch, einen Autsch, eigenen Wagen Autsch. hast. Aua, aua, aua. Das kann durchaus sein, wenn du einen eigenen Wagen hast, dass du da hinfahren musst. Ich Liebe nehme Leute, guckt euch meine grandiose Meisterleistung an. Wie stehst du Mein da? LKW liegt. Ah, Also, ja. das Führerhäuschen, das ist so leicht angeschrägt, während der Auflieger hinten liegt. Wenn ich mir jetzt Ja. angucke, wie viel Schaden der hat, 1% Schaden nur. Was? Gucken, komme ich jetzt, wenn ich Gas gebe, davon weg? Da richtet sich gar nichts auf, ich rufe den Abschleppdienst. Da richtet sich gar nichts auf, dann solltest du vielleicht mal einen Doktor aufsuchen. Ich habe den Abschleppdienst gerufen. Oh Das hat der gut. Arbeitgeber. Ja, Das sah schön wirklich sehr schön ausnutzen. aus. Er hat mich schon gefragt, wann ich das schaffe. Aber mich auslachen, wa?
Ach ja. Okay, Vorfahrt achten. Kein Ding, wir haben Vorfahrt. Reparieren wir doch mal alles. So. Können wir den noch aufrüsten? Das müssen wir wahrscheinlich selber bezahlen, ne? Kannst du nicht bei den gemieteten oder zur Verfügung gestellten, wie auch immer. Kannst du nur bei den eigenen. Und das musst du Ah, dann okay. alles selbst bezahlen. Egal ob Sprit ist, Reparaturen oder sonst was. Deswegen habe ich jetzt ja ein schönes Minus. Ich muss jetzt echt Kohle ran scheffeln. Das bin ich am Arsch. Obwohl ich weiß gar nicht, was dann passiert, wenn ich ehrlich bin. Aber meine Tankfüllung reicht noch über 2000 Kilometer. Die wird wohl Ja, auch die noch eine Frage ist weitere jetzt, wie Aufnahmesession kriege ich das überstehen. hin? Ich muss jetzt Pause machen in 9 Stunden und in 10 Stunden bin ich da. Volvo-Händler entdeckt. Das ist schön, ich möchte eine Map haben. Wo bin ich denn jetzt hier? Können wir mal ganz kurz eine Aufnahmepause machen? Geht um Fraps. Meine Framerate ist irgendwie ausgeblendet. Ich will nachgucken, ob ich auf F12 gekommen bin oder ob ich die ganze Zeit gerade nicht mehr aufgenommen habe. Okay? Aber nur Pause, also machen wir danach weiter, oder? Yep, nur ein ganz kleines Päuschen, eben kurz nachgucken. Also, ich würde Ja, sagen, das ist ja kein Problem. bis Dann bleibe ich hier gleich. stehen und warte mal Gut. eben. So, und So, da sind wir willkommen wieder. zurück. Es ist alles okay, nur durch F8 habe ich die Framerate ausgeblendet, habe ich nicht bedacht. Also alles tutti, ihr werdet alles sehen und wir haben Kohle verdient. Wie viel, wie viel, wie viel? 5000. Way, wir sind wieder auf dem grünen Zahn und Level up. Ja, was nehmen wir denn? Sparsame Fahrweise, just in time. Ja, das war ganz gut. Wie mache ich das? Da, so. Hätten wir das auch erledigt? So. Oh, Ich Sie sehe, hier an der haben Ampel wollte er Post. jetzt ungern rüberfahren, so unerlaubterweise. Kontoüberziehung ausgeglichen. Wir können Ihnen helfen zu wachsen. Ja, wir würden gerne noch stärker dabei sein. Soll ich einen 500.000 Euro Kredit aufnehmen? Ein 500.000 Euro-Kredit, wozu Ja, brauchst du den? dann kann ich mir Leute einstellen. Der kostet mich nur das Doppelte von dem, was ich jetzt am Tag bezahle. Weißt du was? Das machst du. Ja. Alles klar. Ich bereue es jetzt schon. Scheiße. Wo kann ich denn meine Garage aufrüsten? Du weißt schon, dass du jetzt erst noch ein weiteres Auto kaufen musst. Ach so. Ja, das ist ja kein Problem. Dann kriegt der hier jetzt Mähen und ich kaufe mir einen schönen schnicken neuen, ne? Was sagst du Kann man dazu? machen, ja. Nee, nicht Oder kann der Weltporde. dann. Kann der sich auch einen ausleihen hier? Ich denke nicht. Ich Oh, denke hier mal, der ist muss nur sich bei mir 60 erlaubt. einleihen. Was nehme Hier ich ist nur denn? 60 erlaubt. Was machen wir denn da? Jetzt müssen wir erstmal hier langsam wieder runterkommen. Ich fahre immer noch 75, 74. Moment, ist hier nicht auch ein Autohändler? Gucken wir doch mal gerade nach, Ist ne? auch gemein hier. Geht's bergab. Wo geht's denn rein in Grauning? Ist das hier? Ne, Moment, ich kann doch ranzoomen. Grauningen. Tempomat Noch ein Stück eingeschaltet, damit nach wir hier nicht rechts, zu gut. schnell fahren. Na, da haben wir heute schon mehr geschafft, als wir wollten, wa? Schon den zweiten Truck gleich. Hu, 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 da kam ein Bus von hinten. Harr. Autsch, aua, jetzt bin ich auch noch gegen die Leitplanke gefahren. Nachdem ich die meisten von unseren Leuten hier so belächelt haben, dass ich mir echt den Euro Truck Simulator gekauft habe, du scheinst ja relativ begeistert. Scheiß Auto. Du scheinst ja relativ begeistert zu sein, wa? Ja, also das liegt auch daran, dass ich ja wirklich als Kind viel 18 Wheels of Steel gespielt habe. Ich möchte jetzt keine Werbung dafür machen, aber ich fand das immer super genial. Das ist Das schon eine kannte etwas ich noch ältere gar Serie. nicht. Könnten wir auch mal machen. Wäre auch mal eine Überlegung wert. Oder du machst das. Und den Euro Truck Simulator, den habe ich mir nie angeguckt. Ich dachte immer so, ja, weißt du. Konnte ich nicht viel mit anfangen. Habe ich mich nicht großartig mit beschäftigt, aber allein dadurch jetzt, dass es Osnabrück gibt, fand ich das schon super. Und wie bist du drauf gekommen? Ja, Über eine dadurch, Sch dass du hast ja dein Video da gestartet. Jo, heute um 15 Uhr ging die erste Folge raus.
Am 15. August, ja, wir nehmen wieder ein bisschen Voraus auf, beziehungsweise ich habe ja noch ein paar Aufnahmen auf Platte. Die werdet ihr auch noch vorher sehen, keine Sorge. Ich kann nicht mehr Also aufhören, so zu irgendwie reden. fahre ich hier gerade die Strecke, die ich gerade eben gefahren bin, sch schon wieder. Also das ist doch nicht normal, oder? Mist, das ist eine Arbeitsagentur. Gucken wir mal gerade, ob wir hier nicht noch irgendwas finden. Wie Wow. schnell darf ich denn hier fahren? Ich kann gar nicht erkennen, wie schnell ich hier fahren darf. Upsala. Machen wir ein bisschen Schlangenlinien. Kenne ich. Ich fahre jetzt hier mal ohne Hänger mit 80 Sachen lang. Ich hoffe mal, das stört nicht. Wieder in Richtung London. Also eigentlich kam ich ja aus London, also bin ich jetzt gerade wieder weiter inland transportiert worden. Ich durfte schon Mit wieder Strafe dem. bezahlen. Nein. Mit dem Umkippen. Mit dem Umkippen. Mit dem Umkippen bin ich weiter inland Wow! transportiert worden. Was? Jetzt bist du umgekippt. Nein! Es ist so ein scheiß Bus in mich reingefahren. Ja, das gleiche Problem hatte ich vorhin auch immer. Busse sind hier echt aggressiv. Alter Schwede! Ich sehe da nur so was Rotes auf mich zurasen. Los, jetzt fahr weiter. Hoffe ja immer, dass hinter mir kein Auto erscheint. Und wenn doch, dann dränge ich so ein bisschen ab. Dover, das hört sich schon mal sehr gut an. Oh, nur leider fahren wir da nicht lang. Kranker Scheiß, ey. Okay, wir machen's anders. Wir gehen jetzt zum. Was haben wir? Wir haben den Scania, ne? Wir porten uns, wollte ich schon sagen. Wir. Ja, wir dingensen uns jetzt einmal zum Scania-Händler. Nein, 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 au. Kaufen da noch einen ganz billigen, die Also heute habe Standardversion. ich es echt. Jetzt bin Oh, ich von der ja. Straße abgekommen. Guck mal ganz kurz Wie? auf die Schadensanzeige. Ich habe 33% Schaden, 8% Schaden an der. Oh Mann, oh Mann. Also ich versuche jetzt mal zumindest bis in die Niederlande damit zu kommen. Okay. Na dann mal viel Erfolg, Auch wenn sag er mir ich. sagt, ich soll auf jeden Fall sofort die Werkstatt aufrufen. So. Das ist ab Level 10. Und der hier. Mann, was squallt das hier gerade langsam durch? Ebenfalls Level 10. Level 25. Level 20 und 18 und Frage ich mich gerade 16. hier. In 7 Stunden müsste ich eine Pause machen. Auch ein schickes Ding hier. Wir nehmen jetzt erstmal nochmal den Genauso. gleichen für unseren Fahrer. Services in 200 meters. Wenn dein Reparaturservice bei ist, finde ich das super. Aber ich glaube, da kann man nur schlafen. Vermutlich. Fahr hier mal rein. Er kriegt ihn jetzt in Knallblau. Komplett Standard sonst. Jetzt bestätigen wir. Kaufen das Dingen. Haben wir einen So, zweiten wie Truck. sagst du, kann man schlafen? Richtig einparken. Okay, wir können doch keinen kaufen. Wir müssen unseren Händler erst, also unsere Werkstatt ausbauen. Und da muss ich ehrlich sagen, ich weiß noch nicht so wirklich, wie das geht. Garagenmanager. LKW-Manager? Nein. Garagenmanager. So, Motor abschalten, Y. Für eine Ah, Ruhepause so. drücken Sie Eingabe. Du kommst eine Weile zur Ruhe. Das ist doch mal schön. Jetzt ist es nur leider schon wieder abends. Dann machen wir doch mal gleich das Licht an. Ja, schade, mein Licht ist kaputt. Okay, wir brauchen.